ist Carolin Hild. Ich komme aus Bonn und bin 51 Jahre alt. Ich unterrichte hauptsächlich Saxophon und nebenbei noch Klarinette und Blockflöte. Zur Musik gekommen bin ich schon sehr früh, als Kind im Chor gesungen, Gospelprojekte. Die Musik war schon immer ein Teil meines Lebens. So Mitte der 90er habe ich mich dann wirklich entschieden, das als Beruf zu machen und auch davon zu leben. An Musik bewegt mich auf jeden Fall, wenn Musik Seele hat. Wenn man was spürt bei dem, was man spielt oder hört. Also Saxophon ist dermaßen nah für mich am Singen, am körperliches Instrument, dass ich damit wirklich das, was ich gerade im Moment fühle, am besten ausdrucken kann. Ich bin so ein 80er-Jahre-Kind, das ist so Soul, Pop, Funk. So für meine Schüler wünsche ich mir auf jeden Fall, dass die Musik erleben. Dass die erleben, dass man Musik ausdrücken kann mit dem, was man kann am Instrument. Das ist alles nur Werkzeug, also was man lernt, die Theorie, die Griffe, die Technik. Das ist alles nur dafür da, dass der Schüler sich damit nachher ausdrücken kann und die Musik einfach erleben und spielen kann.